DAV-City. Wie viel Deutsche Rentenversicherung Bund, kurz DAV-Bund, steckt in Berlin? Die Dienstgebäude am Campus von Zollerndamm sind erreichbar durch die Ringbahnen und die S46 über die S-Bahn-Station Hohenzollerndamm sowie über die nahegelegene Stadtautobahn A100. Das Ausbildungszentrum hat sich von der nahegelegenen Nestorstraße in den Silberturm am Campus verlagert. Die modernen Pausenzonen laden zum Entspannen zwischen den Unterrichtsblöcken ein. Hier können moderne und helle Unterrichtsräume mit der neuesten Technik genutzt werden. Die Nachwuchskräfte werden dabei durch die Bibliothek mit Literatur unterstützt, doch dazu später mehr. In der freundlich gestalteten Cafeteria können die Nachwuchskräfte und Mitarbeitende der DAV-Bund ihre Mittagspause genießen. Im Dienstgebäude der Wallenbergstraße arbeiten Mitarbeitende des Unternehmensservice, der Widerspruchstelle und des Revisionsamtes. Durch die direkte Nähe zur U-Bahn-Station am Fährberliner Platz ist ein weiteres Dienstgebäude für Mitarbeitende, aber auch Besuchende der Auskunfts- und Beratungsstelle zu erreichen. Hier werden die Versicherten in den Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung ausführlich in modern ausgestatteten Räumlichkeiten beraten. Die DAV-Bund bietet als Arbeitgeberin sowohl durch Betriebssportangebote, Coachings, aber auch durch sinnvoll gestaltete Pausenräume die Möglichkeit zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit. Wie versprochen kann man hier die Bibliothek am Fährberliner Platz sehen, zu der nicht nur Nachwuchskräfte, sondern auch Mitarbeitende und Außenstehende Zugang erhalten, um sich durch ein breites Angebot an Literatur, Wissen und Informationen beschaffen zu können. Unsere Auszubildenden und Studierenden können hier gemeinsam lernen. Unweit des Anhalter Bahnhofs gelegen, befindet sich das Dienstgebäude an der Hallischen Straße, in dem hauptsächlich der Innendienst der Abteilung Prüfdienst ansässig ist. Übrigens, seit dem Jahr 2019 wird ein duales Studium mit dem Schwerpunkt Prüfdienst bei der Deutschen Rentenversicherung Bund angeboten. Über die U-Bahn-Linien der U7 und U8 ist das Dienstgebäude an der Hasenheide gut erreichbar. Hier arbeiten ebenso wie am Fährberliner Platz Mitarbeitende der Leistungsabteilungen, aber auch der Clearingstelle und der zentralen Zulangstelle für Altersvermögen. Bei der DAV-Bund sind über 50 Berufsgruppen beschäftigt. So befindet sich an der Sohrstraße ebenso wie am Hohenzollerndamm die Abteilung Rehabilitation, aber auch die Abteilung Organisation und IT-Service. Ganz im Osten Berlins liegt das Dienstgebäude an der Hirschberger Straße, gut angebunden durch das Ostkreuz. Erreichbar wird dieser Standort über zahlreiche S-Bahn-Linien wie die Ringbahn, die S5, die S7, S8, aber auch durch Regionalbahnen, zum Beispiel aus dem angrenzenden Bundesland Brandenburg. Die knapp 4.500 Mitarbeitenden im Osten Berlins können das Dienstgebäude sowohl durch die Hirschberger Straße als auch durch die Schreiberhauer Straße betreten. In diesem Dienstgebäude werden Nachwuchskräfte sowohl in der Inlands- und Auslandsabteilung ausgebildet. So kann man hier Büros beider Abteilungen sehen, die zunehmend papierlos arbeiten. Die DAV-Bund nimmt in Berlin insgesamt eine Fläche von knapp 600.000 Quadratmetern ein. Von 24.300 Mitarbeitenden der DAV-Bund in ganz Deutschland arbeiten allein in Berlin ca. 13.000 Angestellte auf 7 Dienstgebäude verteilt. Doch unsere Mitarbeitenden erwarten neue, modernisierte Gebäude nahe des Tegeler Hafens sowie in den Treptowern an der Spree.